Leute, da sind wir. Ich hoffe, er nimmt auf. Ja. Ich mach mal den Sound vom Emulator etwas leiser. So. Jetzt solltet ihr mich hören und wir können anfangen. Da sind wir wieder bei Let's Play Dragon Quest. Ich nehme jetzt mit einem neuen Emulator auf und mit Fraps, denn das geht mit dem anderen Emulator nicht. Und, ja, ich war in der Stadt und wusste immer noch nicht, was ich machen soll. Habt ihr schon gehört? Unser tapferer Prinz ist losgezogen, um Monster zu warnen und Somnia zu verteidigen. Aber seitdem hat ihn niemand mehr gesehen, von ihm gehört. Hoffentlich wurde er nicht von einem Monster verschluckt. Das ist ganz schön scheiße. Das hier ist das Schloss Somnia. Ja, das hatten wir nicht jeden Pöbel rein. Es ist wohl in jeder Dimension schwierig, in ein Schloss reinzukommen, ey. Unser Schicksal liegt im Schloss, aber wir kommen wieder rein, Mario. Ja. Gute Frage. Und auf jeden Fall ruckelt es nicht mehr, außer auf der Weltkarte. Da ruckelt es aber nicht, sondern da ist es einfach nur Slowdown. Wie man sieht, enormer Slowdown. Aber, und der Sound ist da halt nicht so gut, aber das ist relativ. Ist ja nur die Weltkarte, da werden wir uns eh nicht so ewig lange aufhalten. Hallo. Willkommen im Kramladen, wie kann ich euch helfen? Kaufen, was würdet ihr kaufen? Ja, am besten wäre so eine Prinzenrüstung, aber ich hätte glaube ich schon geschaut, es gibt keine. Ich wollte keine zwei Kalkräuter kaufen. Ach ja, dann eben Schnitz hier. Wo ist B? Das ist B, okay. Nur mal gucken. Kaufen. Kettenpanzer. Tänzerin-Kostüm, Bronzeschild. Also entweder ich weiß einfach nicht. Oh. Ja, wo war ich denn auch nicht? Vielleicht muss ich hier auch noch nicht hin. Ja, aber eigentlich ist das ja dämlich. Nee, das kann ja nicht. Ich sollte nach Somnia, die Wahrsagerin auch gesagt. Hey, hallo. Huff, huff. Kaum war der König außer Gefecht gesetzt, hat Kanzler Kerbold seine Hände nach der Macht ausgestreckt und beschworen, fürchterlich ist die komplette Existenz des Königreichs Somnias. Ist das ja auch woanders? Was sagt denn der alte Opa da? Das gucke ich mal bei den Waffen nochmal. Ach, zum alten Opa kann ich nicht, oder wie? Da. Die Tür ist fest verschlossen. Willkommen nochmal. Kaufe ich aber den Kettenpanzer, würde ich sagen. Vielleicht glaube das ja, weil ich Soldat bin. Oder... Oh. Edles Gewand. Sieht auch sehr gut aus und macht mich sogar am stärksten. Von der wird das einmal gekauft. Ja. Wenn das edel ist, dann wird ich ja wohl wie der Prinz jetzt aussehen. Und sonst kaufe ich eben Schnitz noch den Kettenpanzer. Wie, ich habe nicht genug Geld. Oh. Also wenn ich jetzt nicht reinkomme... Ich möchte nichts mehr kaufen, Mensch. Wenn ich jetzt nicht reinkomme, dann spare ich für den Kettenpanzer. Dann werde ich den erst mehr anziehen und dann Schnitz als so soldatenmäßig. Oh, es ist der Prinz, oder nicht? Jetzt, wo ihr diese schicken Sachen tragt? Ah, bin ich selbst ganz... Perfekt. Also, es hat funktioniert. Oh, eure Hoher... Yes! Ist das möglich? Sagt mir, spielen mir meine Augen einen Streich. Seid ihr es wirklich? Seid ihr der Prinz von Somnia? Ja, eure Hoheit, ihr seid es. Oh, wir haben schon so lange auf eure Rückkehr gewartet. Willkommen in eurer Heimstadt. Dies ist ein wahrer Freudentag. Juhu. Da ist der Typ da. Ist das möglich? Ja, es ist möglich. Ich bin wieder da. Wo auch immer ich war. Eure Hoheit, ihr seid zurückgekehrt. Ihr wisst doch noch, wer ich bin. Euer treuer Hauptmann Rostig.
Ich war stets überzeugt davon, dass ihr zurückkommen würdet. Allen Gerüchten zum Trotz, euch sei etwas Entsetzliches zugestoßen. Ihr müsst das ganze Schloss wissen lassen, dass ihr zurück seid. Ach, welche Freude. Ja, und jetzt will ich zu meinem Thronsaal. Der war nochmal hier oben irgendwo, ne? Oder nicht? Oh nein! Ich wollte nicht wieder zurück. Lasst mich wieder in mein Schloss. Gut, aber ich bin wenigstens schon mal weitergekommen. Ich dachte, ja, ich komme in dem Part gar nicht weiter. Jetzt lass mich nochmal durch. Na also. Ich rede mal mit denen. Ihr müsst das ganze Schloss wissen lassen, dass ihr zurück seid. Auf welche Freude. Nee, nicht wirklich jetzt, oder? Ihr seid tatsächlich zurück. Einmal eine gute Nachricht. Ja. Hallo. Also ist tatsächlich mal was dran an den Gerüchten, die im Schloss umgehen. Ihr seid es wirklich. Und ihr seht so aus, als hätten die ganzen Abenteuer euch gestellt. Der Himmel verdüstert sich, es weht ein kalter Wind, fast scheint's, als würde die Welt selbst verschlungen. Keine so verlockenden Aussichten, was? Er hat recht, das sind düstere Aussichten, aber über das Wetter zu plaudern wird uns nichts zu nichts führen. Da oben ging's lang, ne? Vergebt mir eure Hoheit, auf ausdrückliche Anordnung von Kanzler Kerpolz darf ich niemanden passieren lassen, unabhängig von Rang und Stellung. Ich bin sicher, Kanzler Kerpolz hat nicht mit eurer Rückkehr gerechnet, aber Befehl ist Befehl. Gewiss kehrt der Kanzler bald zurück. Darf ich euch untertänigst bitten, auf seine Ankunft zu warten? Ihr könnt bis dahin mit den anderen Leuten im Schloss. Unerhört. Also jetzt... Oh, wer ist das denn? Eure Hoheit, ich verfasse gerade einen Heldenepos zu eurer Ehre, glorreichen Wiederkunft. Auf der Suche nach Inspiration ließ ich meinen Blick über die nördlichen Berge schweifen. Da wurden meine Augen von einem kleinen Weiler angezogen, der sich dort an den Felsen schmiegt. In diesem Moment spürte ich, dass ihr diese Welt eines Tages in Frieden bringen werdet. Vom kleinsten Dorf bis zur größten Stadt. Blablabla. Willkommen zurück, eure Hoheit. Ich fürchte, Kanzler Kerbos hat soeben das Schloss verlassen, um eine Besorgung zu machen. Ich werde bei eurem Anblick wieder ganz schön perplex sein. Es tut mir leid, eure Hoheit, aber eure Eltern liegen noch immer im Tiefschlaf und nichts spricht dafür, dass die bald erwachen werden. Seit ihr euch auf der Suche nach eurem Heimmittel begibt habt, ist ein ganzes Jahr ins Land gegangen. Wir haben eure Rückkehr ersehnt und jeden Tag auf frohe Kunft von euch gehofft. Nun, da ihr wieder hier seid, habt ihr doch sicher herausgefunden, wie wir eure Eltern zu uns zurückholen können, oder? Aber warum schaut ihr denn so gequält? Stimmt etwas nicht? Warum sagt ihr denn nichts? Ich wusste, ihr würdet zurückkommen. Ich wusste das ganz einfach. Die anderen haben immer behauptet, irgendein Monster hätte euch gefressen. Aber ich habe sie einfach nicht beachtet. Ja. Gut, jetzt laber ich hier mit 1000 Leuten. Ich laber nochmal mit der Frau, mit dem Kind da draußen. Ich denke dann... Oder ich rede mal mit dem. Ja, gut, er sagt immer noch dasselbe. Ich könnte da mal lang gehen. Und dann mal runter. Oder erstmal mit den Köchen reden. Hoffentlich wacht der König bald auf. Was soll sonst aus seinem Königreich werden? Ich könnte ihm ein scheußlich scharfes Süppchen kochen und hoffen, dass ihn der Geruch aus dem Schlaf reißt. Moment mal, ihr seid nicht zufällig der Prinz, oder? Ja. Dann sollte ich jetzt wohl besser ein Festmahl zubereiten. Heute Abend werden wir speisen, wie die... Könige. Juhu, es gibt Essen. Eure Hoheit, endlich seid ihr wieder da. Wenn ich das den anderen erzähle. Die Tür ist fest verschlossen. Also habt ihr euch endlich dazu durchgerungen, zurückzukommen, was? Ihr waren alle ganz krank vor Sorge. Wisst ihr, ich würde zu gern das Gesicht von Kanzler Kerpolz sehen, wenn er herausfindet, dass ihr wieder da seid. Die Tür ist fest verschlossen. Gut, also da komme ich nicht weiter. Geht's mal doch raus. Kleines Mädchen, hallo. Wer seid ihr, mein Herr? Der Prinz? Wirklich? Wirklich, wirklich, wirklich? Wir haben immer zusammen gespielt, stimmt's, Prinzchen Klein? Du erinnerst dich doch, oder? Aber irgendwas stimmt nicht mit dir. Ich glaube, du bist gar nicht mein Prinzchen Klein. Mich kannst du nicht täuschen. Oh, dieses Mädchen hat dich durchschaut, Mario. Schnell, sag irgendetwas. Was? Ein scharfsinniges Kind. Traumseher sagt oft, dass unschuldige Augen bestens dazu befähigt sind, die Wahrheit zu erkennen. Wer seid ihr, mein Herr? Der Prinz? Wirklich? Achso. Ja. Yeah. Gut, ich müsste jetzt bald alle durch haben. Monatelang habe ich diesen staubigen Schinken gewälzt. Immer darauf.
immer auf der Suche nach traditionellen Methoden, mit denen man Leute aufwecken kann. Aber ich konnte es nicht finden, um den König, die Königin und die Königin aus ihrem Dornröschenschlaf zu wecken. Mensch. Mauri sieht sich das Bücherregal an. Die Bücher sehen alle ziemlich langweilig aus. Oh. Und ich sehe mir nochmal das Bücherregal. Der mysteriöse Medaillenkönig Mario nimmt es aus dem Regal. Es soll einmal einen König gegeben haben, der alle Leute mit wundervollen Geschenken überhäufte, die ihm beim Sammeln, mein Bildschirmschoner, die ihm beim Sammeln von Mini-Medaillen halfen. Ob es diesen König immer noch gibt, ist allerdings ein Geheimnis. Okay. Oh. Tür ist fest verschlossen, schade. Würde ich gerne mal reingehen. Achso, da komme ich nur, da hinten wieder raus, am Eingang. So, jetzt habe ich mit allen geredet. Warte, miau. So, jetzt habe ich wirklich mit allen geredet. Lass mich jetzt da durch, sonst schicke ich dich... Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Mensch. Ich wollte doch eigentlich in den Thronsaal. Aber das wurde wohl nichts. Ja, jetzt lass mich durch. Oh, oh, da hat's aber geruckelt. Ganz, ganz fies. Ja, ich habe das ganze Schloss hier mit dem Honor. Stellt euch das Glück des Königs und der Königin vor. Könnten sie nur sehen, dass ihr geliebter Sohn heimgekehrt ist. Doch fest in den Fängen des Schlafes gefangen, kann kein Kunde von der Außenwelt zu ihnen dringen. Es ist tragisch. So, dann geht's jetzt eben zum Thronsaal. Und wenn er mich jetzt immer noch nicht durchlässt, dann sage ich, fick dich. Vergebt mir eure Hoheit. Auf ausdrückliche Anordnung von Kanzler Kerbholz darf ich niemanden passieren lassen, unabhängig von Rang und Stellung. Ich bin sicher, Kanzler Kerbholz hat nicht mit eurer Rückkehr gerechnet. Aber Befehl ist Befehl. Gewiss kehrt der Kanzler bald zurück. Bis dahin muss ich meinen Befehlen gehorchen. Was im Namen der Göttin faselt ihr, der Mann? Herr Hauptmann Rustig. Es steht dem Prinzen zu, sich frei zu bewegen, wo immer er es wünscht. Na also, ohne dabei von einem läppischen Untergebenen aufgehalten zu werden. Aber Kanzler Kerbholz hat mir befohlen. Und wenn der Kanzler befohlen würde, einen Schleim zu essen, würdest du da auch das tun, nehme ich an. War das schlecht ausgesprochen? Ich übernehme die volle Verantwortung. Ihr könnt passieren, eure Hoheit. Eure Eltern sind oben. Na also, endlich mal jemand, der meinen Rang versteht. Denn hier darf niemand was gegen mir sagen. Gegen mich sagen. Dieses Königreich hat ein bisschen Glück verdient. Und wie es aussieht, wendet sich heute endlich das Blatt. Riechsalz aus Schleimglibber, Räucherwerk aus Hacksaurierschuppen. Aber nichts hilft, ich weiß nichts weiter. Es muss doch eine Möglichkeit geben, den König und die Königin wieder auf die Beine zu bringen. Ihr seid zurückgekehrt, oh, wie ich diesen Tag herbeigesehnt habe. Und wenn der Prinz wieder da ist, kann Kanzler Kerbholz nicht. Nein, nein, ignoriert mich, ich brabbele nur so vor mich hin. Völlig im Blödsinn natürlich. Da sind sie. Vater? Der König scheint tief und fest zu schlafen, seine Atmung ist flach und regelmäßig. Die Königin scheint tief und fest zu schlafen, es wirkt, als würde sie im Schlaf etwas vor sich hin murmeln. Der Spiegel, wenn wir nur den Spiegel hätten. Also der Spiegel des Ra sehr wahrscheinlich. Es zerreißt mir das Herz, die beiden so zu sehen, im Tiefschlaf gefangen und außerstande aufzuwachen. Der König ist ganz still, aber die Königin murmelt oft im Schlaf vor sich hin. Konntet ihr verstehen, was sie sagt? Ja, sie möchte offenbar unbedingt einen Spiegel haben. Unsere gelernte Königin ist wohl die Einzige, die sogar im Schlaf auf ihr Aussehen bedacht ist. Nein. Ich glaube nicht, dass die Dame das versteht. Kanzler Kerbholz. Eure Hoheit, Kanzler Kerbholz ist zurück. Ja, du Fettstück. Das ist bestimmt ein Böser, ey. Ihr seid also zurück. Ich muss gestehen, diese Nachricht kam etwas unerwartet. Natürlich bin ich hoch erfreut. Es war eine entsetzliche Last, das Land in eurer Abwesenheit zu regieren. Doch erlaubt mir einen Blick in euer prinzliches Antlitz. Vergibt mir, aber mir scheint jetzt etwas nicht ganz in Ordnung. Was meint ihr damit? Was sollte denn nicht in Ordnung sein? Das ist ganz ohne Zweifel der Prinz unseres edlen Königreichs. Ich zweifle nicht an eurer ehrlichen Überzeugung, Hauptmann, aber ich habe soeben eine interessante kleine Geschichte vernommen. Offenbar hat ein gewisser, schäbiger, gekleideter Junge heute ein herrschaftliches Gewand erworben. Er wollte doch nicht etwa sagen, dass das hier ein Hochstapler ist. Ich möchte ja aufrichtig glauben, dass es sich hier um den wahren Prinzen handelt, aber wir können uns kein Irrtum erlauben. Aber erlaubt mir eine einzige simple Frage zu klären, die klären wird, ob wir es wirklich mit dem Prinzen zu tun haben oder nicht. Wenn ihr tatsächlich des Prinz dieses Reiches seid, dürft ihr euch diese kleine Prüfung keinerlei Schwierigkeiten bereiten. Wie ihr vielleicht wisst, hatte der Prinz eine über
alles geliebte Schwester, die in tragischem, zartem Alter verstarb. Nun ist es an euch, Prinz. Wie hieß diese Schwester? Oh Gott! Ah, meine Schwester heißt doch Tanja, oder nicht? Tanja. Tanja! Eure Hoheit. Ich denke, diese Antwort hat jeder vernommen. Damit steht fest, dass dieser Mann nicht der Prinz dieser oder irgendeines anderen Königreiches ist. Wer den Namen der teuren, toten Schwester des Prinzen nicht kennt, kann nur ein Schwindler sein. Hauptmann Rostig, ich mache euch persönlich für diesen unverzeihlichen Sicherheitsverstoß verantwortlich. Wachen ergreift diesen billigen Betrüger auf die Stelle. Jawohl, Sir. Ich würde ja gerne wissen, welcher das jetzt ist. Welcher Navidea in Wirklichkeit heißt die Schwester. Aber ich habe keine Ahnung. Ich dachte, weil meine Schwester heißt doch Tanja, oder nicht? Da. Wehe, ich bin jetzt Game Over. Darf nochmal mit allen reden, dann ist aber hier Ende. Ja, ich habe meine Chance vertan. Und lasst euch ja nie wieder blicken. Ich habe jetzt nicht vorgelesen. Geht von hier aus nach Nordwesten und geht eine kleine Kurve. Dann wendet euch nach Südosten und dann immer geradeaus. Es war auf jeden Fall merkwürdig, dass die Königin etwas von einem Spiegel murmelte. Vielleicht wacht sie ja auf, wenn ihr jemand diesen Spiegelschlüssel bringt, über den sie in Desmodia geredet haben. Ich frage mich... Wo war das jetzt? Ich habe nicht zugehört. Okay, Nordwesten und dann Südosten. So, es ruckelt leider. Nordwesten. Oh Gott, es ruckelt aber stark, ey. Naja, ich komme auf jeden Fall irgendwann an. Das ist ja kein Problem. Ja, und da passt hier... Da kommen ein paar Leute. Gegner. Dadam, 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 dadam. Schnitz greift an und er ist nicht tot. Okay. Bewirkt Edge. Okay. Angreifen, 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 angreifen. Kaboom, kaboom. Der ist auch tot und Schnitz greift an und er ist auch tot. Wie soll ich denn dann Südosten gehen? Das war falsch, ne? Ja. Das war falsch. Ich hätte die Brücke nehmen sollen und dann Südosten, glaube ich, gehen sollen. Ja, los, ich will's weg. Oh. Mensch. Ich will raus hier. Der Part muss jetzt auch langsam beendet werden. Da, 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 da. Ja, jetzt macht ihr fertig hier. Los jetzt. Na also. Weg ist der und der ist auch weg. Nein, noch nicht. Dann eben jetzt. So, und wir sehen uns wieder. Ich werde dann wieder etwas cutten und werde dann wieder bei Somnia sein und dann dort lang latschen. Und deswegen bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Dragon Quest 6, Wandler zwischen den Welten. Bye, 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 bye. Ciao, ciao. F9.